Guten Morgen, Renga. Guten Morgen, Volk. Bin noch gerade was am Erstellen. Und dann geht's gleich los. 20 irgendwas, doch der Faul. Gerade noch am Schreiben. Weißt du, wie es ist? So, das ist jetzt alles Edit. Nachrichten, okay. Okay, Tablet anschließen. Genau, Rengo, erstmal ein Käffchen. Erstmal alles aufmachen. Bitte nicht wieder loggen. Auch das ist jedes Mal so ein Driss, ey. Mega nervig. Ich weiß nicht, warum das immer so ist. Jedes Mal, wenn ich mich bei Sissy einloggen will, beziehungsweise das auf dem Tablet aufmache, muss ich mich wieder neu einloggen erst in den ganzen Scheißdreck. Da ich das groß gezoomt habe. Oh Mann, ey. Und das Tablet ja so super geil schnell ist.
It's getting hot in here. Einstellungen. Komm mal hin. Passwörter. Guten Morgen, Marlies. Das dauert. Irgendwie muss ich jeden Morgen meinen Bot, weil der fast jeden Morgen den Bot wieder reinmachen. Das ist so nervig, ey. So. Wieder die Maus umstecken. Die Maus. So. Pacheng. Dann gucken wir mal. Ich wollte heute tatsächlich Tell Me Why fertig machen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir ansetzen. Okay, after 2-3 Kompass North Star. 2-3. Chapters. Replay. Chapter 2 Kompass and North Star. In Chapter 2 war erst Ronans Haus. Ah, Goblins. Compass and North Star. Mm.
Isolation Mode. Nee, wir machen Restart Progress, oder? Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Ja, Restart Progress. Malis, ne, 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 ne. Na, wie habt ihr schön geschnuckelt? Habt ihr schon alles weg, Malis? Interessant wäre ja zu wissen, ob ihr auch Entenliebe macht in euren Kostümchen, ne? Mal runter scrollen. 2, 3. Okay, restart progress from this scene. Kein Zurück mehr. Sieh nach vorne, nicht zurück. Hallo Julchen. Guten Morgen, allerhaupt, meine Liebe. Nimmst du dich bitte da runter? Guck mal, ich hatte es hier auf Dizzy geschrieben, weil ich ja immer mal neu starte und so weiter. Hab keine Lust, dass dann als die Announcements da reinkommen. Das ist mir unangenehm. Ich bin also lieber runter. Fan. Aber er spricht immer von Wahrheit und Gesetz und so. Musst du dich darüber so freuen? Was? Alla, hopp! Hopp, 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 hopp! Er ist sehr interessiert, aber ich weiß, dass er sich auch andere Objekte ansieht. Vielleicht habt ihr ja irgendwie so eine Liste, wo man seinen Kanal bewerben kann, wie wir es auch haben. Ich glaube, wir müssen mal gucken. Jetzt live Angebote, Streamer. Alter, wenn wir so will. Regeln, Datenschutz, Rollen. Ist kein guter Zeitpunkt. Tut mir leid, aber das wird das totale Chaos. Ich will von niemandem die Zeit verschwenden. Okay, tja, dann sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich stehe jetzt wohl auf Tinas schwarzer Liste. So. Nee, wird schon alles schön eingeteilt. So ist es ja auch richtig, liebe Malis, ne? Schön teili-teili machen. Gott, das, wann habe ich das gespielt? Das ist ewig her. Find Tyler and tell him about your decision. Da ist er, der Tyler. Da hast du ja einen hübschen Fleck gefunden. Wir waren hier schon mal, oder? Tina? Tina West, die Maklerin. Sie hat jemanden gefunden, der das Haus sehen will, aber er... Ich habe das tatsächlich am Anfang in also, mit englischer Sprachausgabe gespielt. Bevor Tina anruft. Ist voll ungewohnt, wie ich das jetzt umgestellt habe. Du lässt ihm immer alles durchgehen, weil es dir sonst unangenehm ist. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu ruinieren, Allison. Ich will doch nur antworten. Ich weiß. Deswegen tun wir das alles ja. Okay.
an diesem Ort als du zugeben willst. Verrückt, dass Tina jemanden gefunden hat, der so ein abgelegenes Haus hat. Lass mal wieder rinkommen. Also ja, wir replayen jetzt so ab Mitte oder Anfang Chapter 2. Das erfahren wir nie. Wir finden einen anderen Käufer. Weil mir tatsächlich noch zwei Achievements fehlen. In dem ersten Playthrough habe ich zumindest im dritten von drei Chaptern die ganze Zeit positive Entscheidungen getroffen, was dazu geführt hat, dass wir mit einer gestärkten Verbindung, also zwischen Allison und Tyler, aus dem Spiel raus sind und die dazugehörigen Achievements geschnappt haben. Was wir jetzt machen ist, jetzt spielen wir genau andersrum und versuchen alles möglichst negativ. Ne, Julian? Muss auch mal negative Sachen. Hab dich! Nordstern! Okay, jetzt bist du der Stern und ich bin der Kompass. Okay. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Schummeln. Letztes Mal hast du mir falsche Hinweise gegeben. Hab ich nicht. Hast du wohl. Okay, okay. Ich mach es nicht nochmal. Hast gesehen, Malis, wir haben jetzt eine Geburtstagsliste mit reingemacht. Aber ich habe es extra so geschrieben, dass es optional ist und nur wer drauf möchte und sich im entsprechenden Kanal dazu äußert, wird hinzugefügt. Also einfach so mache ich keinen drauf. Ah ja, Julchen, genau. Wir haben die Geburtstag. Julchen ist auch auf unserem Gesehen, ne? Wir dachten bestimmt, wir sind kleine Verrückte, die Blödsinn plappern. Nun, wir waren verrückt. Und ziemlich großartig. Wolltest du nie ein bisschen dazugehören? So gar nicht? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir hatten ja uns. Das hat mir gereicht. Und? Bist du nicht enttäuscht, dass wir jetzt keine Milliardäre geworden sind? Nee, das Geld hätte mich weich gekocht. Dafür habe ich zu viele Jahre an meiner kantigen Art gefeilt. Du hattest recht, mich vorhin anzugehen. Ich war echt ein Arsch wegen Eddie. Man sollte die Siege feiern, wie sie kommen. Aber vielleicht nicht auf Kosten meiner Vaterfigur. Ich gebe mir Mühe. Dizzy-Kram, bis man sich da mal durchgewühlt hat. Okay. Haben wir schon gerade was auf dem Dizzy-Schrank? So. Gesundheit, Malis! Oh, hat sich erkältet? War sie denn nackig?
Dankeschön, dankeschön. Hat sich ein Schnippelchen geholt. Jetzt ist doch schon wieder der Counter weg. Warte mal. Jetzt ist doch schon wieder der Counter down. Ach man, der geht mir auf den Sack, ey. Trovo. Chameleon. Ja, der Counter ist schon wieder down. Warte mal, ich versuch mal. Nein, geht nicht. Oh, wie fein! Schönes Spiel. Schönes Spiel, Malles. Mit deinem Controller oder hat denn der Kai wieder für sich beansprucht? Denn das geht ja gar nicht, du, der böse Kai. So, was müssen wir machen, Malles? Go back to your car. Weißt du noch, als beide Brücken eingestürzt sind? Ja, sie haben eine Woche gebraucht, um die Straßen wieder zu öffnen. Und Sam musste uns mit dem Boot beliefern. Es war, als lebten wir auf einer einsamen Insel. Nur viel kälter. Hey, schau mal hier. Das habe ich gefunden. Hirschkacke. Kai und Malles. Guck mal, haben sich im Baum gerutzt. Er ist wirklich noch da. Macht echt Laune. Ich wusste, dass wir hier waren. Wir machten es zum Teil des Ronin-Reiches. Das ist es immer noch. Es braucht nur ein kleines Update. Was machst du da? Was ich damals schon tun wollte, wofür ich aber zu feige war. Geil, ich kann ja alles skippen jetzt. Mega. Das konnte ich nämlich vorher nicht. Na, das ist ja dufte, du. Es ist zwar jetzt blöde zum Zugucken, aber wir haben ja gestern echt alles gespielt, ne? Guten Tag, Mr. Bell. Polizeistation. Morgen, Kleine. Wieso sitzt du an der Rezeption fest? Rose ist heute ausgefallen. Ich spring für sie ein und erledige meinen Papierkram. Was machst du hier? Ich wollte nur mit Onkel Eddie sprechen. Von eurem identischen Aussehen ausgehend schätze ich, das ist Tyler. Tyler, Denise, Tyler. Wilson. Kannst du Officer Vincenzi sagen, dass ich... Oh, morgen, Allison. Hi, Onkel. Ich nehme Dr. Torres' Aussage auf. Vincenzi muss nicht zurück auf die Wache. Discuss the night of the murder with Eddie. Na komm dann, Eddie Spaghetti, alte Esskastanie. Ja, keine Ahnung, was da los ist, aber er ist den ganzen Tag schon irgendwie verstimmt. Viel Glück. Morgen, Chief Brown. Wir hatten noch ein paar Fragen zu unserer Mutter. After a Chief Room. Und was jetzt? Natürlich. Go upstairs. Wo waren wir? Keine Ahnung. Wir können ihm nicht sagen, dass wir dank einer Vision. Hey, was macht ihr zwei da drüben? Alles in Ordnung?
Ja, alles ist gut. Wir wollten nur... Ich habe Tyler nur erklärt, wo das obere Klo ist. Tyler, hilf mir doch mal. Oh, ja. Toilettennotfall. Seewasser, nicht wahr? Die Saftkur von Mutter Natur. Die Toilette ist gleich hinterm Pausenraum. Hinter dir. Erste Tür rechts. Vergiss es, Tyler. Wir kommen nie im Leben einfach so nach oben. Es ist zu verdächtig. Es muss einen anderen Weg geben. Sollen wir uns einfach umsehen? Ja, okay. Bleib cool. Dr. Thomas. Okay. Ich glaube, das war das, wo wir rausgehen mussten, ne? Gehst du schon? I need a smoke. Ja, ich muss eine rauchen. Du solltest damit aufhören. Das weiß ich noch, da sind wir außenrum. Ja, ich weiß. Am Gelände hochgeschniegt. Und von oben rein. Ich glaube, das war das. Nicht sicher. Da. Notausgang. Er führt zu einer Treppe an der Außenseite des Gebäudes. Aber er wird von innen verschlossen sein. Wenn einer von uns für Ablenkung sorgt, kann der andere nach oben gehen und die Tür öffnen. Da du der Unruhestifter bist, sorgst du für das Ablenkungsmanöver. Was? Wirklich? Hast du eine bessere Idee? Nicht wirklich, nein. Gut, dann los. Ablenkungsmanöver. Shit, ich hab's doch befürchtet, dass ich erst was anderes machen muss. Create a distraction. Aber was war die Distraction? Guten Morgen, alter Zonk. Schnittelliebe. Create a distraction. Ich weiß es nicht mal, du, ich war blöde. Ich glaube, hier können wir noch nicht hoch, oder? Komm schon, wir brauchen einen anderen Weg. Da. Die Sicherung kann ich wahrscheinlich nicht auslösen, aber ich könnte das Licht ausmachen. Mach einfach. Denk dir was aus. Let's do it. Oh, ups. Tyler. Okay, in Position. Was jetzt? Geh nach rechts, nachdem du die Wache verlassen hast. So, jetzt aber. Das Gebäude herum. Da stößt doch. Alles frisch und bei dir? Guck mal voll, ich habe, check mal, ob alles so in Ordnung ist. Ich habe eine Geburtstagsliste mit reingemacht, mal. Sollte eigentlich für jeden, ich habe sie einfach an die Kategorie angeglichen, Community. Kann jeder reinschreiben, wann er B-Day hat und dann übernehmen wir es in die Liste, fertig. Explore Eddie's Office. Der Polizeichef hält Wohltätigkeitsveranstaltungen ab. Hm? Oh, ja. Gemeindeveranstaltung. Er bot seine Hilfe an. Und weil er so ziemlich jeden kennt und weiß, wer auf wen die Bullen gehetzt hat, übernimmt er den Sitzplan. Wenn Eddie uns... Hm. Die Polizei von Dallas bekommt einen neuen Beamten. Oh, endlich. Oder so, ja. Im Stimmt. Ernst? Du willst also sein... Wow. Auch eine gute Idee. Tom hat Eddie zum Essen ein...
Wow. Brown hat unsere Akte heute eingesehen. Moment, was? Was bedeutet das? Ich weiß nicht, aber hier steht eine Referenznummer. R68653. Oh nein, das ist der Scheiß in dem Archiv. Das ging mir das letzte Mal schon auf den Sack. Tom hat Eddie zum Essen eingeladen? Oh, ja. Ja, die Seite ist schon wieder down. Unterstützt. Und? War gestern Morgen das Gleiche. Ich weiß nicht, was er da als rumprobiert oder was er da als kaputt macht. War gestern Morgen auch aus. Ich hab's ihm schon auf seinem Discord geschrieben. Er macht jetzt ja viel für Glimmish, ne? Er hat jetzt da so ein Ding für Glimmish schon gemacht. Das erinnert mich dran, dass ich einen Glimmish-Ordner mir machen wollte. Kleiner Moment. Ja. Eben. Genau, Folge, genau. Ordner hinzufügen. Gucken, wo ich das hatte. Verlauf. Ich hab's doch gestern irgendwo gesehen, oder mal. Profil. Following. Cameo Labs war es, genau. Ja, die Seite ist auch gerade down. Das wird es wahrscheinlich sein. Trotzdem Folge, irgendwas ist an der Liste ja anders, weil das alles okay, alles gut, alles gut. Timer Start, wieso macht er das nicht? Timer, ist der Bot aus? Wieso macht das der Bot jetzt nicht? Services. Moment, ich muss das Kommando erst wieder raussuchen. Tools. Services. Tools. Nee, wo war das denn jetzt? Plugins. Timed messages da. Read me. Timers start.
Kopieren. Hallo, Kampfmiete, guten Morgen. Wieso macht ihr das nicht? Ah, jetzt. Merkwürdig, oder? So, jetzt müsste es passen, oder? Ich muss wieder alles aufmachen, Moment. Ach, das ist doch scheiße, wenn er einen Bildschirm hat. Fuck, fuck, fuck. Police Station, da. Dinner. In einer seiner Mails ging es ums Archiv. Da muss unsere Akte sein. Okay, jetzt müssen wir in das blöde Archiv. Auch wenn wir verbrennen. So, hallo. Hallo. Finde einen Weg ins Archiv. Ich glaube, da brauchen wir einen Schlüssel für. Irgendwas war da. Das Archiv war da hinten, ne? Nee. Armory. Die Referenznummer ist ein guter Anfang. Gehen wir zum Archiv. Bitte sag mir, du kennst den Code. Zum streng geheimen Polizeiarchiv? Und wie soll ich dann die Tür öffnen? Ich habe stundenlang nie dran gespielt. Es sind ständig Leute reingegangen. Tell me why. Der Ziffernblock macht diese Melodie. Chapter. Dam, da, di, du. Dein Ernst? Na los, versuch's. 0146. Das ist noch nicht richtig. Wie ging noch diese Melodie? Dam da di du. Tut mir leid, wie war das nochmal? Dam da di. Oh, hör auf. Ich wusste nicht, dass okay. Du ein absolut. Wie ging noch 6, diese 0, 4, Melodie? 1. Dam da di. Ja, ist doch gut jetzt. 6 0 Ja. Yes. Sieht aus, als würde alles digitalisiert. Ach, stimmt. Na, wenn mich jemand sieht, habe ich eine bessere Ausrede, warum ich hier bin. Meld dich, wenn du was brauchst. R68653. Sieh nach. Sieh nach, sagt sie. Okay.
Okay, dann kann ich Google wieder zumachen. Mann, diese Umstellerei andauernd, das macht mich fertig. Hallo, Sir J. So, jetzt kommt der komische Kram mit dem Suchen der Akte. 05R26 müssen wir jetzt suchen. Nö. Wie war denn das? Ich glaube, man muss... Nee. Search the Archive. Die hier auch nicht. Nein, das ist sie nicht. War das nicht... Was war die Referenznummer noch gleich? 05R68653. Aus wie eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Ermittlung. Sehe ich nichts, was wir nicht schon wissen.
Referenzen zu anderen Akten und Audioaufzeichnungen. Genau. Vielleicht kannst du sie am Computer finden. Genau, wir müssen jetzt an den Computer. Wenn sie digital ist, steht sie vielleicht schon im Appendix. Käffchen, Dankeschön, Miete. Genau, stell das Ding zurück und dann gehen wir an den Computer. Okay, bin drin. Es gibt eine Stichwortsuche. Wonach soll ich suchen? Ich weiß nicht. Marianne Ronan? 1. März 2005? Ja, haben wir doch. Die Nummer lautet 05R62. Die hier auch nicht. 05R62. Nein, das ist sie nicht. Findest du irgendwas? Nee, ich find nix. 05. Gib mir einen Moment. Hier herrscht Chaos. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Das ist doch. Ich hab ihren Autopsiebericht. Okay. Sie, Gott. Was? Sie ist ertrunken. Die Stichwunde war nicht tödlich. Was? Auf. Okay. Muss jetzt gerade mal gucken, bei mir hängt alles. Das
so im Browser liegt? Mir ist im Moment alles hängen geblieben. Aber auch auf Twitch überall hängt's. Komisch. Auf Twitch heißt es bei mir, ein Netzwerkfehler ist aufgetreten, irgendwas spackt. Twitch lädt sich dumm und dämlich. Nee, gerade nicht. Aber die Musik müsste ja zu hören sein. Das Blatt bewegt sich. Aber ich auf Twitch lädt es auch. Ich starte mal den Browser neu. Komisch. Moment. Hallo Son Bassi, dankeschön für dein Follow. Also Trovo habe ich jetzt geladen, aber Twitch lädt sich blöde. Twitch lädt sich blöde. Da dreht sich's und dreht sich's und dreht sich's. Ging noch eben. Liegt es nur an mir? Gibt's doch gar nicht. Also komisch, in dem Stream Manager sehe ich meinen Stream, gehe ich auf meinen Kanal auf Twitch, sehe ich nichts. Da dreht sich's blöde und blöde und blöde. Oh, siehst du mich auf Twitch, Julia? Da irgendwie lädt mein Channel nicht. Also für mich, ich habe keine Ahnung, was das ist gerade. Lass ich mal einen anderen Browser probieren, Moment. Nee, jetzt habe ich mal... Das ist ja echt komisch. Jetzt habe ich Dingens aufgemacht, Edge, und habe genau dasselbe. Ne, jetzt sehe ich mich. Jetzt sehe ich mich auf Twitch. Also auf Edge hat es jetzt ewig gedauert, aber die Seite hat geladen. Okay, jetzt mache ich das mal wieder zu. Jetzt sehe ich mich auch auf Chrome. Okay. Ganz komisch, sag. Ja, Twitch ist halt scheiße. Okay, scheint zu gehen. Wenn was ist, sagt ihr Bescheid bitte. Komm. Läuft, Eugene, ne? Ich suche nach 0501.
01 COMEBR. 0501, komm. Komm nu, du Tag ist kurz. 0501, komm. Die hier auch nicht. Ach, wo ist diese Kiste? Ach Julia, wo ist es denn? 05. 0501 COMEBR. Da. Ja, der Counter, die Seite ist down von dem Dantwire. Ich hab's ihm schon geschrieben. Brown hat Mary Ann an das Jugendamt gemeldet. Was meinst du? Ich hab hier ein Fax mit Browns Namen drauf. Es wurde an das Jugendamt geschickt. Mit dem Betreff Familie Rowan. Scheiße. Scheiße, scheiße. Eddie kommt die Treppe rauf. Was jetzt? Was soll ich tun? Ich komm raus. Tust du nicht. Er sieht dich. Sag ihm, ich bin auf dem Klo. Hab was. Hier. Hier spricht Officer Eddie Brown. Hallo, Officer Brown. Hier spricht... Hier ist Eddie Spaghetti. Guten Tag, Mrs. Brown. Ich rufe wegen der Ronan-Familie an. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass wir Untersuchungen eingeleitet haben. Verstehe. Gibt es zusätzliche Personen, die wir befragen sollten, wenn wir vor Ort sind? Ja, Samuel Kansky ist ein enger Freund der Familie. K-A-N-S. K-Y. Perfekt. Die Sachbearbeiterin Sandy Black wird am 5. März... Hallo, Robert Atzi. Sie kommt dann zuerst bei Ihnen auf der Wache vorbei. Mrs. Prue, wie besorgt sollten wir sein? Das kann ich wirklich erst sagen, wenn wir uns ein Bild gemacht haben. Natürlich. Nun, einen schönen Tag noch, Mrs. Prue. Ihnen auch, Chief. Ich habe gehört, wie Brown mit dem Jugendamt gesprochen hat. Er hat's getan. Er hat sie gemeldet. Vielleicht war er nur ein Mittelsmann. Vielleicht hatte er keine Wahl. Wir müssen weitersuchen. Die Nummer lautet 05 R63 3 zu 5 05 R63 05. Okay, hier ist sie. Da ist die Kiste. Na, das ist ein Foto, auf das ich verzichten kann. Nee. Findest du irgendwas? 05 R61. Polizeiberichte nicht lesbar und direkt sein?
Stella's Crossing Police Department. Hallo? Hallo? Hallo, ich kann dich hören. Meine Mutter. Sie ist ins Wasser gefallen und taucht nicht mehr auf. Okay, wo bist du jetzt? Zu Hause. Wir sind zu Hause. Bist du allein? Wo ist dein Papa? Hier sind nur ich und meine Schwester. Wie ist denn dein kleiner Papa? Ganz so kleine. Wie lautet deine Adresse? Canary Road 12. Bitte. Schnell. Bleib einfach, wo du bist, okay? Schnell mir zu Hilfe. Hilfe. Nicht auflegen. Ich weiß nicht, ob das das Richtige war. Die haben wir alle, die haben wir alle, die haben wir alle. Die haben wir alle. Ich muss jetzt in den Kisten durch Kombinieren der jeweiligen korrekten Tags R5 R68. Die Nummer lautet 05 R68. 05 R68. 05 R68. Da, Domit, guck mal. Warum ist das hier? Das ist echt, das fand ich mit den nervigsten Teil. Nach ihr? Denko. Hab was. Ich suche 2005 201546. Okay, hier ist sie. Was zum Teufel? Tessa hat ihr Kindesverwahrlosung angehängt. Ich muss mich beeilen. Mist! Tut mir leid, Tyler. Ich konnte ihn nicht stoppen. Er kommt auf dich zu. Endlich, ey, ich hab schon...
Nee, ich nicht, Malis. Ich bin ja ein schlaues Köpfchen. So, jetzt müssen wir, jetzt kommt es darauf an, dass wir negative Entscheidungen treffen. Are you kidding me? Du sprichst über Familie, Eddie? Ich schätze, Familie ruft das Jugendamt, wenn du eine schwere Zeit genau. hast. Genau, hau ihm noch direkt einen aufs Maul. Ich habe das Gesetz, um damit zu prahlen, dass du deine Kinder verlierst. Sie ist deinetwegen durchgedreht. Wegen dir und Tessa und allen anderen in dieser verdammten Stadt. So nicht, ne? Wieso bist du überhaupt schon daheim, Malis? Fällt mir gerade so ein. She was struggling. Also, sie kämpft sich durch den Schneesturm des Jahrhunderts und du meldest sie dem Jugendamt? Tessa kam zu. Was? Skandal, Kai! So, you called Child Services. Also nahmst du sie beim Wort und riefst das Jugendamt? Unzureichende Ernährung für Kinder. That's bullshit, Allison. Es ging also ums Gesetz. Klar. Hast du deswegen voll Tag cool, dann kann die Malis heute den ganzen Tag Dings Wimmelbild spielen. Mega, oder? Sie hat euch beide so sehr... Ich dachte einander... That's bullshit, Allison. Was? Das ist Bullshit. Er hat nicht vergessen, deine Pflanzen zu gießen. Er hat gelogen. Vergiss es. Eddie, du zeigst immer mit dem Finger auf Tessa, aber... Du musst Verantwortung für deinen Anteil am Tod unserer Mutter tragen. Die letzten 10 Jahre habe ich mich wieder und wieder gefragt, was ich hätte anders machen können. No, it's not that easy. Tut mir leid, Eddie. So einfach ist es nicht. Doch bei einer Sache hast du recht. Zeit für einen Neuanfang. Zack. Leave the police station. Können wir gehen? Ich muss hier raus. Sieh nach vorne, nicht zurück. Allison. Was? Du fühlst dich scheiße. Ach, und wieso? Weil ich mich auch scheiße fühle. Was machen wir jetzt wegen Tessa? Nichts. Hör zu, wir machen gar nichts. Es reicht, Tyler. Mit Tessa sprechen? Warum? Wonach suchst du denn? Was soll sie dir sagen? Ich dachte, sie liebt uns. Wirklich? Chief Brown, ist es wahr? Ist sie... Oh mein Gott! Kinder, ich... Tessa. Tessa, du musst gehen. Kommt schon, Kinder. Alles wird wieder gut werden, hört ihr? Alles wird gut, ich verspreche es. Bitte geh, du darfst nicht hier sein. Och, nicht weinen, Mietz. Bist doch bald wieder Lieder. Zwiebelalarm. Mietz und der Zwiebelchen. Gibt's denn kein Zwiebel-Icon für die Mietze? Warte mal. Wo sind denn alle hin? Tessa muss hier irgendwo sein. Hallo. Ich glaube, ich höre was.
Na, zumindest wissen wir, dass nicht alle einfach weg sind. Es, was auf den Tisch kommt, gibt's doch gar nicht, du. Aber in Anbetracht dessen, wer da ist, bleibt die Begeisterung noch aus. Ich brauche meine Pause. Ich kaufe ein paar Sachen ein. Du suchst Tessa, okay? Geklappt. Ich hatte gerade erst meine Pinkelpause beendet und was sehe ich da? Einen riesigen Elchbund, der mich anstarrt. Was mache ich also? Ich schnapp mir meine 3006 und leg an. Und was denn geschossen? Ich glaube, es wird Zeit für einen Kaffee, ne, Miet? Ohne Kaffee geht gar nichts, Käffchen. So. Oh, guck mal, die Detonie, die Donut Queen. Macht mal das Portemonnaie locker, die Sandy ist da. Geilo. So. Find Tessa. Destiny ist da, rückt mal die Scheine raus. Hallo, was soll das? Ihr zwei könnt einfach nicht wegbleiben, was? Ja, leider. Wir suchen wieder nach Tessa. Ach, sie suchen Streit? Ist es wieder mal so weit? Ist Tom beschäftigt? Zu mir sagt sie, oder habe ich nicht gesehen? Hat das Fergelchen zu mir auch guten liebe Ralle, guten Morgen gesagt? Sicher. Nee. Guckt sie mir, sagt sie nicht. Guten Morgen, liebster Ralle. Was soll das? Hallo, Cobra. Doch Kai. Dorkai, lol. Weißt du, ob Tessa bald zurückkommt? Zwiebelalarm! Niemand sagt mir irgendwas. Ach, und zu mir nicht, oder was? Alter, was ist denn da los? Na, warte mal ab. Pff.
Ja, aber die andere hast du extra nochmal begrüßt, nur mich nicht, ne? Du arbeitest heute im Diner. Soll das? Nee, ich habe die Schichten gewechselt. Immer noch mein Channel hier. Aber wie sich rausstellt, war ich heute auch im Laden eingeplant. Michael, Michael, wieso bist du immer doppelt verplant? Weil ich einfach zu krass bin, um einen Dienstplan zu lesen. Kannst nicht mehr richtig tippen, hast gestern schon ein paar Tüten Haribo gefuttert. Ich bin eben jung und brauche das Geld. Sandra. Die dämliche Mietkaution muss ich auch erstmal zusammenkriegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Hälfte... Hast schon leer bestimmt den Karton halb. Kaufen geht doch, oder? Machst du dir Sorgen um das Haus? Ein wenig. Und ich musste einen Termin mit unserem einzigen Kaufinteressenten absagen. Tja, Süße, dein Glück, dass ich so viele Schichten mache. Gehst du einkaufen? Ja, nur das Nötigste. Dann nein, nur guten auf. Morgen, liebster Ralle. Dankeschön, Ferkelchen. Hast du da einen Gucci-Teppich bei dir liegen? Voll geilo. Hallo, liebe Sandra. Hat die Sandra voll den geilen Gucci-Teppich daheim, habe ich gesehen. Krass, ne? Zack, was geht ab? Fein Tessa. Polizei, aufmachen. Hausdurchsuchung. Hallo, Papa. Was meinst du? Wir haben genug Unterschriften. Zumindest genug, um den Bau hinauszuzögern und den nächsten Schritt zu planen. Planen wir doch ein Treffen mit der Alaska Wildlife Foundation. Die unterstützen uns vielleicht. Harold, ich muss Schluss machen. Sprechen wir bei unserem Treffen weiter. Ich werde wohl bald los können. Hallo, Tyler. Wie kann ich helfen? Hey, ich hoffe, das passt euch gerade. Sag mal, ist Tessa heute hier? Sie musste wegen einer Familiensache weg. Aber kann ich dir nicht vielleicht behilflich... Brudi vom ja, Brudi, guck mal, geilo. Eigentlich, wir waren auf dem Polizeirevier und haben einen Blick in Marianne's Fallakte geworfen. Okay. Hat es geklappt mit dem Spiel, Fergelchen? Gummo, Brudi. Warum kam Tessa in der Nacht aufs Polizeirevier? Sie hat euch zwei gesucht. Um zu sehen, Moment. Ob es euch gut geht. Als sie hörte, was passiert ist, war sie fix und fertig. Wie hat sie so schnell davon erfahren? Ich weiß nicht mehr, wer angerufen hat. Du weißt, wie es ist. Nichts verbreitet sich schneller als...
Welcher Idiot? Da bin ich wieder. Mal Telefonat, Moment. Der Idiot, der Chef oder was? Der Postbote, der Idiot. Dreimal Sturm geklingelt, siehst du, und beim bei uns, mir kriegen's vor die Tür gelegt. Frag mal die Sandy, ne? Abgeben, zack. Papa, die haben nicht geklingelt. Beim Ferkelchen haben sie nicht geklingelt, ne? Hat nämlich Destiny Papa extra gesagt am Samstag. Nee, am Montag. Die haben nicht geklingelt. War ein Kärtchen drin. Ferkelchen an den Automat, zack. Nachdem Brown unterwegs war. Okay, danke. So ein Idiot, ne? Es tut mir leid, wenn von den Leuten hier Widerstand kam. Das kann man sagen. Allison, du weißt es besser als jeder andere. Der Tod eurer Mutter hat in der Gemeinde eine Narbe hinterlassen. Ich will nicht behaupten, wir... Malis hat heute frei, geil, ne? Wie ihr. Aber es hat uns die Grenzen des Vertrauens aufgezeigt. Wenn der Postmann zweimal klingelt, heißt es aber nicht dreimal, zweimal. Wollen, müssen wir uns der Sache stellen. Und das bedeutet absolute Aufrichtigkeit. Wir alle suchen Frieden. Dann geht's ab auf den Gucci-Teppich, zack. Aber manchen fällt es schwerer, über die Vergangenheit zu reden. Nun, sagt einfach Bescheid, wenn ihr noch mehr Fragen habt, okay? Hey. Help Michael close the store. Müssen wir jetzt erst mit der Allison? Wo kam die Frage über unseren Vater plötzlich her? Oh, ich weiß nicht. Das war schon irgendwie eine seltsame Frage. hey. Der Plan scheint dich nicht so zu begeistern. Hast gestern fein in deinem Ferkelkostüm Game of Thrones geguckt, Sandy? Ja, sieht voll süß aus. Ist aber nur für ausgewähltes Publikum. Mietz hat's auch schon gesehen, Sandy. Sollen wir also nicht hingehen? Nein, das ist es nicht. Wir gehen ja. Voll goldig. Die Malis guckt auch so glücklich. Hast gestern in deinem Ferkelchenkostüm geguckt? Siehst du, das wusste ich doch. Voll süß, du. Wie die kleinen Hufe unten rausgeguckt haben. Den Ferkelchen. Wer hat denn das Foto aufgenommen, Sandra? Das wollte ich gestern schon fragen. Gut, da habe ich schon gezählt. Aber du kannst noch ein paar Dinge für mich prüfen. Es ist nicht kompliziert. Ja, Papa? Das habe ich in der Tasche. Ach ja? Das erste Foto hat ja irgendjemand aufgenommen. War nur ein Witz. Wo soll ich anfangen? Morgen, Sohn des Hendrik. Okay, fangen wir mit etwas Einfachem an. Geh ins Hinterzimmer und sag mir, wie viele Dosen Tomatensauce von Molto Bene wir noch haben. Zu Befehl. Tomatensauce. Tomatensauce, Tomatensauce. 8, 6, 14. Warte, lass mich zählen. Es sind 14 Dosen Molto Bene Tomatensauce. Okay, klingt gut. Mann, ich kann so toll zählen. Das war einfach. Mann, ich kann so toll zählen. The bottles of bleach for me. Bleach, 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 das waren die... The bleach. Klar. Sechs? Okay. Nicht schlecht, Tyler. Nicht schlecht. Pass auf. Kannst du schon bis 16, Tyler? Oh, den kannst du haben. Und jetzt? Komm her und hilf mir damit. Ich glaube, jetzt waren diese Teddybären, ne? Der Teddy. Darüber.
Was ist? Ich brauche deine Meinung zu diesem Meisterwerk. Soll das etwa ich sein? Ja, komm schon, sieh dir die Haare an. Volltreffer, hm? Es könnte ein wenig überarbeitet werden. Autsch. Hey, ich sagte ein wenig. Das heißt, es ist ganz gut. Mann, da stecke ich mein Herzblut rein. Und das bekomme ich dafür? Kaltheiler. Gut, Eugene, hast du gesehen? Das hast du also betrieben, während ich deine Arbeit erledigt habe? Was soll ich sagen? Multitasking kann ich. Hey, Multitasker. Ich glaube, hier hast du was falsch gemacht. Sollten insgesamt 36 sein. Oh, wie kannst du es wagen? Was? Ich will nicht, dass du Ärger kriegst. Ja, hast recht. Steh etwas neben mir. Was ein Glück löscht der Bot den Driss immer. Okay, kann ich das. Dass du das nicht hast, wundert mich voll. Cobra Kai hat es auch andauernd. Komm, dann los. Sag mir bitte, wie viele Stofftiere in der Kiste da drüben sind. Haben bestimmt Angst vom Julian. Also 2, 4, 6, 8, 10, 11. Es sind noch etwa 11 in der Kiste. Habe ich mich verzählt? Achtung, Stofftierfight! Michael? Ah, was zum Teufel? Hey, sorry. Das war einfach zu verlockend. Ja, das wäre doch schön, aber was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, Julchen, war, also beziehungsweise an einem Tag hatte ich das, you are hosted by 1500 Leute oder irgendwas. Hab dich. Und es war nicht ein Zuschauer dabei, also ganz komisch. Mist, das war zu weit. Oh, komm schon. Ist das alles, was du kannst, Ronan? Mist, das war zu weit. Das ist also ein normaler Arbeitstag bei dir. Nee, für gewöhnlich habe ich dabei keine so hübsche Begleitung. Ja, das stimmt wohl. Aber am Ende vom Tag ändern kannst du es eh nicht. Boom. Batz. Noch ein Treffer und du bist raus. Spüre meinen Zorn. Mann, bist du kitschig. Hey, ist es okay, das Spielzeug so herumzuschmeißen? Wollt ihr das nicht verkaufen? Nee. Na komm, Falvenwix. Das ist bei Becky verschrieben. Das kauft keiner. Cool. Kein Leid, kein Geschrei. Komm raus, dann kriegst du einen auf den Kopf geklatscht, Fräulein. Feiger Sack. Batz! Hab dich! You are swell too. Die was? So haben wir die Couch genannt, auf der Allison und ich in der Pause. Commander Root ist da wichtiger. Cool. Mit dem kann man die wieder rausschmeißen. Commander Root, ich glaube, den habe ich bei mir auch schon mal gesehen. Und ich dachte, das ist ein neuer Zuschauer. Ach Mann, Julchen, was soll das denn? Seid ihr verwandt, oder? Nee, aber im selben Clan. Er meint doch Ingame, Miedekat. Also, glaubst du, Tom hat das Zeug zum Bürgermeister von Delos Crossing? Ich weiß nicht. Der Typ ist nett und auch nicht völlig inkompetent. Aber spielt keine Rolle. Eine Stimme für ihn ist eine Stimme für Tessa. Sie würde die Strippen ziehen.
Okay. Und? Scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Moment. Ich hoffe, ich kann es so überlisten. Shit. Jetzt habe ich aus Versehen nicht rübergeguckt. Shit. You are swell too after the plushie battle. Oh je, hoffentlich hat es das jetzt nicht überschrieben. Nein, ich will nicht nochmal anfangen. Bitte nicht. Na, das geht ja wieder schnell hier. Continue. Ach, einen Moment nicht aufgepasst, du Driss. Also ich spiel gerade Chapter 2 relativ vom Anfang an noch mal durch. Um die anderen zwei Enden zu triggern. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Puh! Glück gehabt. Ist das Chief Brown? Ja. Seid ihr verwandt, oder? Nee, aber im selben Clan. Im selben Clan, lol. Bestimmt bei der Destiny in ihrem Clan. Destiny für das Spiel Destiny. Also, glaubst du, Tom hat das Zeug zum Bürgermeister von Delos Crossing? Ich weiß nicht. Der Typ ist nett und auch nicht völlig inkompetent. Aber spielt keine Rolle. Eine Stimme für ihn ist eine Stimme für Tessa. Sie würde die Strippen ziehen. Ah, siehst du, das hätte ich mir sogar sparen können. You are swell too. Und ist der ein cooler Boss? Das hätte ich mir sogar tatsächlich sparen können, das Neuladen. Ich habe noch nie wer benutzt, um Türmattentaum zu beschreiben. Aber er ist okay. Ich meine nicht der Schlimmste, den ich je hatte. Du bist wohl nicht Tessas größter Fan. Jedes Mal, wenn ich Flyer für Queer-Events aufhänge, überklebt sie sie aus Versehen. Das war aber gestern ein Gerogel bei dir, Julia, mit diesem... Oh Gott, hat damit nichts zu tun. Mit dem Game... Religiös sein heißt nicht, seine Religion gegen andere Leute zu wenden. Das ist eine Entscheidung. Ja, verstehe ich. Ich hatte es bei der Moto geguckt, okay. Da lief es relativ flüssig mit Cam. Fertig. Weiß nicht, um was das gelegen hat. Du hast doch so eine Killerkiste da stehen eigentlich, Julian, ne? You are swell too. Ich muss schon sagen, es ist echt schräg, den anderen Ronan zu treffen. Du meinst den OG Ronan? Ich wurde immerhin zuerst geboren. Ist das so? Allison meinte, sie war's. Hast du alles auf einem Rechner, ne, dann wahrscheinlich? Gesagt, aber Spiel und OBS also, und den ganzen Kram. Warum ist das so komisch, mich zu treffen? Ich glaube, die Modo hat zwei Rechner. Wahrscheinlich hat's hat es echt damit zu tun. So oft erzählt. Sie hat mir alles über dich erzählt. Fireweed, deine Transition. Ich hoffe natürlich, das war okay. Ja, schon gut. Sie hat mich erst gefragt. Ja, ergibt Sinn. Das Mädchen ist gründlich und sie liebt dich sehr. Wirklich. Ich weiß. Also, ja, neben Allison warst du wahrscheinlich der Erste, der es erfahren hat. Ist ja wie bei mir. Danke für dein Vertrauen. Und es ist toll, dich endlich kennenzulernen, in echt. Wie bei mir, Julian. Du bist cool. Aber Gott sei Dank halt nicht das Spiel, sondern... Liegt nicht an deinem System. Hast du mal Auslastung und so gecheckt?
You are swell too. Yo, Brudi, der Brudi von Brudi. You are swell too. Du bist auch nicht so übel. Ich gebe alles. Ja, komm, küss ihn. Wenn ich wen beeindrucken will. Ich hab das nicht nur so gesagt, als ich meinte, du sollst mit uns nach Juno ziehen. Da. You are swell too. Also Donnerwetter, Michael. Ich finde dich auch dufte. Du bist echt großartig. Geil. Zack, lass uns in unsere Entenkostüme springen und Liebe machen. Schon gut. Also kriege ich mehr davon, sobald. So. Lass möchte kurz Plattform wechseln, um der Julia Sosa guten Morgen zu sagen. Da wären wir. Buenos dias, Julia Sosa. Choose Tyler's Memory, Graveyard Totem. Ziemlich verschreckt. Ich war nie ein großer Fan von Friedhöfen. Besonders seit... Naja. Ich verspreche, danach können wir uns am Haus ausruhen. Okay? Choose Tyler's Memory. Jetzt müssen wir find the grave of Tessa's parents. Schnittelliebe. Müsste eigentlich auch mit SL gehen, glaube ich, ne? Sag mal, bist du jetzt Brody von Brody. Ich habe 12 Kerne, 2070, super. Kannst überall im Internet lesen über Rust und die FPS-Einbrüche, also liegt am Game. Ah, okay. Ja, ist ja noch in einem relativ frühen Stadium, ne? Ja. Aber das dachte ich mir, dass das dein Spiel ist. Das ist wie, Seit der Beerdigung? Nein. Es gab nie einen Anlass dazu. Zum Glück. Wie Green Hell und so, ne? Möppes. Du bist doch so ein Überlebenskünstler. Das Julchen überlebt auch. Rass ist voll alt. Okay, und warum ist es jetzt so gehypt? Unsere Mutter brachte uns immer hierher. Super seltsam. Ich dachte es nämlich auch, dass ich das schon kenne. Warum erlebt es denn so einen Hype jetzt gerade? Stört es dich? Nein. Es ist nur komisch, weil wir keine dieser Leute kennen. Ich meine... Außer Eddie. Nie Hallo zu sagen. Merkwürdig. Weil sie sehr einsam sind. Ganz recht, Liebling. Und Manny. Wenn ihr sie nicht sehen könnt, bleiben sie bei euch. Hier drin. Immer hier. True Stylus Memory. Sie hat uns geliebt. Sehr. Doch manchmal war es, als litt sie unter dieser Liebe. Glaubst du, sie hatte einfach nur Angst, uns zu verlieren? Vielleicht. Ja. Aber ich weiß nicht. Und das hat so einen Hype darum generiert, weil man liest auch auf Twitter und so überall, Rast hier, Rast da. Okay, hier ist der krumme Baum, aber keine Tessa. Sehen wir uns nach dem Grab ihrer Eltern. Weil 50 Streamer aus Spanien vor Weihnachten RP auf Rast-Server gestreamt haben. RP. Weil ich Inventur mit ihm gemacht habe. Das ist voll der Erfolg auf Twitcher und dann andere mittelgroße Streamer nachgezogen haben. Ah, okay. Roleplay. Das Julchen immer du, immer die aus. Es ist halt noch ein junger Springer, unseres Julchen, ne? Hey, das ist Michael. Roleplay, Old Song. Volker, du wirst alt. Roleplay. Folge gehört auch schon zum alten Eisen. Folge löscht er gleich. Hab's genau gesehen, Folge. Er hat das Holz für das Sägewerk beschafft. Ah, stimmt. Roleplay, genau. Und Schraut auch. Ah, okay. Das erklärt's natürlich. Das ist so eine Kettenreaktion dann, ne? Und der andere Dubbes, wie heißt der nochmal, der Doc, der hat es doch bestimmt dann auch gespielt, oder? Der ist doch so ein guter Kumpel vom Schraut. Michael wird's wissen. Wann ist Michaels Onkel gestorben? Letztes Jahr.
Ich habe gedacht, da hätte es vielleicht ein Update oder irgendwas gegeben. Genau, der ist jetzt auf YouTube. Der Folger, der kriegt schon graue Haare. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Denn es macht ja keinen Sinn. Allison, kommst du? Bin gleich da. Allison, kommst du? Hallo? Welche Haare? Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ey, was soll das denn? Ben, kurz und schlecht. Gefällt mir. Komm schon, es sind nicht mehr viele übrig. Louis, war das nicht dieser bekannte... Mobbing, das grenzt schon an Mobbing. Eddie schaut immer noch die alten Folgen, in denen er war. Er taucht da immer mal wieder auf. Super schräg. Der Folger kriegt zum nächsten Geburtstag von uns so eine 5-Liter-Ding Birkenhaarwasser. Im Chaos der Geschichte verloren. Sehr gute Idee, Julian. Käffchen, gekochte Eier und ein Schinkenbrot wäre auch noch geil. Schmecken lassen. Also, wie kommst du zurecht? Je früher das alles vorbei ist, umso besser. Bisher scheint es, als habe jeder in dieser Stadt ein dunkles Geheimnis. Bitte lass mich nicht deins entdecken. Dafür habe ich die Leichen viel zu gut versteckt. Wir sind schon vorher weg. Gestern mit dieser Axt? Sahst du Jack Torrance schon ziemlich ähnlich. Hier kommt Mikey. Aber im Ernst, wir müssen dringend einen Filmabend organisieren. Hey, ich weiß, du steckst da jetzt mitten drin. Kein Glück. Aber lass dich davon nicht überwältigen. Nach dieser Sache wird Juno ziemlich langweilig wirken, was? Ach, langweilig klingt... Allison, kommst du? Bin gleich da. Tja, ich sollte schauen, dass er sich nicht verirrt. Bis dann, Mikey. Stimmt, ja. De Leon. Das ist es. Haben wir sie jetzt verpasst? Endlich. Müssen wir wirklich gehen, Eddie? Nimm meine Hand. Nee. Ich kann alleine gehen. Das Einzige, was bei mir dazu kommt, sind Geheimratsecken. Aber Haarausfall habe ich glücklicherweise nicht. Der Tag der Beerdigung. Ich erinnere mich kaum. Das ist vermutlich besser so. Ich glaube, keiner von uns ist scharf drauf, diese Geschehnisse erneut zu durchleben. Hey. Ich weiß, ich habe gesagt, wir müssen nicht an ihr Grab gehen. Aber es fühlt sich an, als wäre es das Richtige. Ja, genau. Erinnerst du dich, wo sie ist? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bei der... Ist so. Mein Papa hat auch noch ziemlich volles Haar. Und der ist auch schon über 80. Nur der Lachs mit seinen knapp 100, der hat jetzt aber krankheitsbedingt keine Haare mehr. Oh, hi. Da ist er ja. Tut mir leid, wir wollten nicht zuhören. Hallo, Alexander. Hey, du bist das nette Mädchen aus dem Veggie-Laden. Allison, nicht? Ja. Und sie sind... Ihr Name beginnt mit K, richtig? Kendra. Keine Sorge. Du kannst dir ja schlecht von allen Besuchern die Namen merken. Und du bist dann... Ihr Bruder. Ich bin Tyler. Schön, dich kennenzulernen. Meinst du? Habe ich nur gesagt, sorry. Mein Papa hat auch noch volles Haar. Keine Ursache. Woran es liegt, das kann ich dir nicht sagen, Wir Henriksson. Sehen uns sicher, Kendra. Schönen Tag euch sexuell beiden. Vielleicht.
Sexuell? Ihr zwei kennt euch? Willkommen in Dallas Crossing, wo selbst die Biber bei Becky einkaufen müssen. Ja, sexuell, was? Beim Folge zieht sich die Stirn auch langsam Richtung Nacken hinter. Find Mary Ann's Grave. Bei den Miets wachsen sie auf den Zähnen. Kein Glück. Nicht ihr's. Warum erinnere ich, wo ist sie? Da. Ja, so kann man es auch sagen. Tessa? Kin? Es tut mir leid, dass ich euch im Laden nicht die ganze Wahrheit gesagt habe. Letztendlich hat sie sich von uns allen abgekapselt. Sie war allein. Okay, ich muss die Seite gerade mal wieder aufmachen. Jetzt habe ich es aus Versehen zugemacht. Choose Tyler's Memory. Choose Tyler's Memory. So weit sind wir noch nicht. You destroyed your family. Typisch. Wenn es schwierig wird, einfach wegrennen. Ich glaube nicht, dass Mary Ann dich von sich stieß. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich kann leider nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Choose Tyler's Memory. Du hast etwas sehr Schweres durchgemacht und so ein Ende. Verstehe. Wann gibt es dann? Das war wild, was? Follow the trail by the lake to get back to the car. Tja, wenn du mir sagen willst, du hast es ja gesagt, jetzt ist der Moment. Alle, die damals in unserem Leben waren, nicht einer hat sich jemals um uns geschert. Sorry, ich wollte nicht... Es ist okay. Ich meine, wir mussten auch Eddie zur Wahrheit zwingen. Aber zumindest hat er sich um uns gekümmert. Ein Teil von mir dachte wirklich, ich käme hierher und alles wäre genau wie früher. Unwissenheit ist Segen, was? Das kannst du laut sagen. Ist das eine Ente? Nee. Eben dachte ich schon, du. Was macht denn der Kai da? Keine schlechte Aussicht, was? Mhm. Ja. Ich verstehe jetzt, warum sie Friedhöfe an schöne Orte setzen. Macht es etwas erträglicher. Ja, dieses Wiedersehen ist irgendwie entgleist, ha? Huh? Oh, du meinst, wie wir Dallas Crossing auf den Kopf gestellt haben und alle bösen Geheimnisse rausfielen? Ja, aber jetzt wissen wir, was wirklich passiert ist. Ich kann dir übrigens nicht genug danken. Hey, Bruder und Schwester, ha? Huh? Aber in letzter Zeit war es eher Bruder als Schwester. Na komm. Und dafür will ich mich bei dir bedanken. Das musst du echt nicht tun. Du hast mein Leben gerettet, Allison. Und du bist deine ganze Kindheit über in Fireweed eingesperrt gewesen. Warte. Gibst du dir dafür immer noch die Schuld? Nicht doch. Ich wollte das so. Ich kann nicht skippen, ich kann nicht skippen. Ich hab dein Leben gestohlen, Tyler. Und es dann total vergeudet. Das stimmt nicht. Du bist auf dem Weg nach Denali, Michael wird ein berühmter Koch und was mache ich? Nichts. Stop putting yourself down, you need time to heal. Du hast das alles eben auf deine eigene Weise verarbeitet, okay? Sobald wir mit dem ganzen Mist durch sind, verkaufen wir das Haus. Dann gehst du nach Juno und startest voll durch. Bei dir klingt das so einfach. Nein. Bei uns war noch nie etwas einfach. Heute Abend ist Julia Paprika. Wir haben es durchgezogen, stimmt's? Ja. Krass. Du hast recht. Was bedeutet das, Julian?
Wo auch immer Ranger Tyler landet. Er sollte ab und an nochmal uns Stadtbewohnern einen Besuch abstatten. Pool Dance? Hörst du? Geilo. Aber klar. Naja, und das dauert ja ohnehin noch etwas. Im RP. Oh ja. Okay. Natürlich. Das haben wir. Tja, jetzt kennen wir die Geschichte also. Huh? Marianne war durch mit Delos und Delos durch mit... Hey, jetzt lad doch mal. Geht ja wieder super schnell. Hab ich doch gleich gesagt. Da war ein Typ. Er hat mir die Tür ins Gesicht geschlagen. Ein Typ? Wie sah er denn aus? Ach, ich bin mir nicht sicher. Ich konnte ihn nicht gut sehen und er war schwarz gekleidet. Gott, warum würde jemand unsere Scheune niederbrennen wollen? Ich weiß nicht. Doch, ich finde es heraus. Er hat sogar die Schubladen ausgekippt. Gott. Er hat die Bude echt auf den Kopf gestellt. Da. Nee. Irgendwo muss die Brechstange sein. Ah, ich brech zusammen. Wo ist denn die Stange? Search the barn. Musste er denn wirklich alles zerschlagen? Hat Chief Brown dir beigebracht, wie man einen Brand löscht? Er hat unter den Teppich geschaut. Der Benzinkanister war schon heute Morgen da. Er hat ihn nicht mitgebracht. Tja, zumindest hat er uns die Karre gelassen. Ist ja nicht mehr viel. Er hat unter den Teppich geschaut. Komm, sieh dir das an. Ist das eine Kiste unter der Scheune? Ja, was zum Teufel? Ich glaube, hier hat das Feuer begonnen. Also wollte er den Inhalt einfach... Hallo, packen? Basti Mark Formel 1. Guten Morgen und vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow, mein Lieber. Wo finden wir nur das passende Werkzeug dafür? Bestimmt hier hinten. Geilo. Jetzt wissen wir wohl, wie er das Loch gemacht hat. Dankeschön, Brudi. Julisha Paprika. Geh zurück. Alles okay. Moin Ralli, ich kenne dich von meiner Bubsilein. Oh, das Bubsilein. Das ist aber auch eine Liebe, ne, das Bubsi. Moin. Das ist aber auch eine Liebe, die Bubsi. Was ist das da? Irgendeine Schnitzerei. Keine Ahnung. Drei Ziffern. Irgendeine Idee? Zahlen waren ja nie so Marians Ding. Was waren das? 6, 0. So klappt's nicht. Lass mal gerade gucken. Chapter 2. Das habe ich tatsächlich nicht mal, Basti. Das ist deine Tante. Oh, das ist aber toll. Nee, das habe ich nicht mal, mein Lieber. Code.
Party. Schöne Grüße an Tante Bubsi, genau. 130. Nee, das habe ich nicht. Wir hatten Formel 1. Ich glaube, der Bubble hat's, ne? Der Bubble hat, glaube ich, Formel 1, mein Lieber. Der streamt aber nicht. Fuck. Das ist hart. Deine Tante ist eine ganz liebe, ne? Dieser Typ wollte Mary Ann eine Abtreibung. Ich schätze, sie hat nicht geahnt, was für ein Arsch er werden würde. Hast eine ganz liebe Tante. Toll, dass du mal vorbeischaust. Voll lieb. Fuck. Das ist hart. Ich schätze, sie hat nicht geahnt, was für ein Arsch er werden würde. Das ist alles. Was zum Teufel? Also, Mary Ann hat eine Kiste unter der Scheune versteckt. Eine Kiste voller Briefe von unserem Versagervater. Welcher Code denn? Welcher Code, Bassi? Er hat die ganze Scheune. Hier im Spiel meinst du gerade an der Kiste? Genommen. Er wollte nur an diese Kiste. Und er war bereit, die Scheune niederzubrennen, um ihren Inhalt zu vernichten. Du weißt, was das alles bedeutet. Ja. Dieser Kerl hatte eine Affäre mit Mary Ann. Und wollte jetzt die Beweismittel vernichten. Für die Xbox. Wir gehört haben, dass wir das Haus ausräumen. Für die Xbox. Er hatte Angst, dass wir sie vernichten. Ach, von dem, weißt du, Ich werde das Gefühl nicht los, dass er schon mal hier war. Der hätte aber eigentlich, weiß nicht, vielleicht geht er mittlerweile nicht mehr. Ich weiß, es war für das Spiel, was ich euch allen geschickt hatte. Warte mal, lass ich überlegen. Für, das habe ich selbst noch gar nicht gespielt. Warte mal. Skycadia. Hat er, bei den anderen hat es funktioniert. Genau, bei den anderen hat es, kann sein, dass er mittlerweile nicht mehr geht. Also bei den anderen hatte er funktioniert. Wenn ich noch mal irgendwas krieg, dann gebe ich der Bubsi. Also normal, ich kontrolliere die Codes immer. Hast vielleicht zu lang gewartet, weil das Spiel mittlerweile released ist. Das kann sein. Skycadia, ja. Ich habe den jetzt auch gerade nicht mehr da, sonst würde ich mal kontrollieren. Nicht schlimm. Ich kriege öfters mal was rein und dann gebe ich der Bubsi mit lieben Grüßen an dich, Bassi. Ich kann es jetzt leider nicht kontrollieren, weil ich ihn schon eingelöst habe. Oder ich könnte es, warte mal, lass ich gerade das Code checken. Vielleicht hast du ihn falsch eingegeben. Warte mal, lass ich mal gucken. Studio Nisse war das. Da. DDPT. Okay, ja, tatsächlich, der geht nicht mehr. Nee, ich spiele jetzt das Spiel gerade durch. 40 spielen wir meistens, wenn dann überhaupt mal, nur das Save the World, das reine Battle Royale spiele ich nicht. Aber guck mal, wenn du hier dem, weiß nicht, ob du auch auf Twitch bist, der Virus Overdose, der ist auch auf Twitch, der spielt öfters mal hier. Der hat denselben Namen auf Twitch. Wenn du dem auf Twitch mal folgen magst, der spielt öfters mal 40 Battle Royale. Ich bin nicht so der Battle Royale Spieler. Okay. Follow the Bond. Remember. Allison!
Genau. Fragst einfach das Bubschilein, Mann. Wenn du dich nicht mehr erinnerst später. Virus Overdose, der spielt das ab und zu. Öfters zumindest, also auch nicht sehr oft, aber zumindest öfters wie ich. Ich bin nicht so der Battle Royale-Spieler, weißt du? Ich habe dasselbe gesagt, aber irgendwas war anders. Ich muss den Rest sehen. Aber du weißt doch, was da unten geschieht. Das ist es eben. Ich bin mir nicht sicher. Jemand in dieser Nacht? Im Wald? Nein. Es war nur... Ich hab... Okay. War da drüben jemand? Da war jemand. Mhm. Der Jäger, der wilde Jäger, guck mal. Das war der wilde Jäger. Was? Wovon redest du da? Ich habe jetzt einen Monseer im Wohnzimmer stehen. Ich dachte, das wäre der wilde Jäger im Wald. Aber ich schätze, das war nur irgendein Arschloch. Ein Arschloch, das einfach nur da stand und zusah, während Mar mich mit einer Schrotflinte. Was für ein Monster. Jagte. Glaubst du, es war derselbe Kerl? Vielleicht. Die Konsole? Er muss es doch sein, oder? das Riesenkonsolenmonster. Ja, es sei denn, alle, die sich mit uns anlegen wollen, tragen dieselben Outfits. Moment. Er war schon einmal hier, nicht wahr? Ja, genau. Meinst bestimmt die Series X, ne? Vielleicht? Warte. Spürst du das? Spürst du das, Eugene? Ich spür's auch. Es vibriert schon ganz doll. Oh, Kamera, Fernsehen, 75 Zoll, alter Schwede. Geilo. Kinofeeling, mega. Nach allem, was ich für dich getan habe, sagst du jetzt einfach nein? Nein, aber ich kann das einfach nicht mehr. Jedes Mal, wenn wir meinen, es zu verstehen, taucht was Neues auf. Vielleicht ist das die Chance herauszufinden, wer unser Vater ist. Was interessiert mich dieses Arschloch? Ich habe schon einen Welches Vater. Spiel habe ich alles? Da guckst du am besten. Ich kann nichts dafür, dass Chief Brown Mary das sind. Ich habe 1500 Spiele, Basti. Das sind so viele. Interessiert? Ha? Hast du je daran gedacht? Nein. Du bohrst gnadenlos. Guckst am besten auf Xbox einfach mal auf mein Gamertag, dann siehst du, dass ich alles spiele. Mein Gamertag siehst du hier. Was? Aber wie kannst du das nur sagen? Und da ist einfacher wie erklären. Kannst du einfach mal, wenn du Zeit und Langeweile hast, drüber schauen. Aber ich schwöre, ich meinte nicht dich damit, Ellie. Können wir jetzt nicht mal unseren Stimmen trauen? Ich weiß es nicht. Allison. Ich tu's. Na los. Ich spiele aber alles quer durchs Beet, also Simulation, Rennspiele ab und zu, wenig Battle Royale. Guck mal, der Gamertag ist da oben. Siehst du, oben drüber, über deine Frage, habe ich ihn schon gepostet. Einfach gucken.
einfach zu finden. Das guckt das Profilbild da oben. Darth Ralle, guck, das ist der Tag. Wir wollen nicht, dass Mom uns hier erwischt. Ich wusste es, ich hab gesagt, das würde passieren. Wir hatten es aber fast. Das war der Streit, der zwischen Marie Anne und diesem Kerl. Konzentrier dich auf ihn, okay? Denk über nichts anderes nach. Komm, streng dich an, Allison. Ich schulde dir gar nichts. In letzter Zeit warst du ein wenig durcheinander. Durcheinander? Ich habe versucht zu überleben. Wenn du Angst hast, dass ich verzweifle, könntest du uns helfen. Etwas Geld leihen. Vitrinen? Alter, 75 Zoll, was hat denn der für eine Diagonale? Du bist Hermann. Hallo Hermann. €1,89, krass. Ja, ich spiele es jetzt tatsächlich zum zweiten Mal, weil mir zwei Achievements fehlen. Und ich hoffe, dass ich noch auf Kurs bin. Pass auf, du trittst mir auf den Fuß. Kannst du hören, was sie sagen? Still. Wir wollen nicht, dass wir haben es gestern schon das erste Mal durchgespielt und jetzt spiele ich im Prinzip nur einen Schnelldurchlauf, skippe die meisten Szenen. Skippidi-bippidi. So, das war jetzt Kapitel 2. Gebrochen. Na, das. €1,89, krass. Na, das war doch ganz gut. Dreimal gebroke. Das war doch schon mal ganz gut. Ich hoffe, wir sind auf Kurs. Ich habe keine Lust, das nochmal zu spielen. Ich bin am Überlegen, hier das Summer in Mara, das sieht ganz cool aus. Ich habe den Ultimate, genau. Ich habe den Game Pass Ultimate. Was? Was zum? Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald. Ja, aber da seid ihr doch selbst dran schuld, ne? Vorher ausmessen, oder, Henriksson? Das weißt du doch vorher, oder?
Aber das wird bei mir, auch wenn bei mir die Versuchung. Viele spielen Gold, die Forza. Oh, bist du Rennfahrer-Fan? Geilo. Ja, das ist es halt, ne? Wenn er dann vor einem steht, definitiv ist schon eine andere Sache. Da gibt es aber noch mehr, Basti. Da gibt es auch diese Racing, diese Rallye-Spiele. Habe ich auch paar. Du bist ja bei mir genauso und ich habe jetzt nur einen 55 und nur in Anführungszeichen. Der langt mir voll und ganz. Ich hätte auch einen größeren nehmen können. Dann wäre es aber auch zu eng geworden. Es ist was anderes, wenn man im Laden sieht und wenn er dann daheim steht oder hängt, je nachdem. Weiß nicht, ob ihr Wandhalterungen habt oder ob ihr ihn auf den Schrank gestellt habt. Er hat recht. Ich muss mich echt zusammenreißen. Lenkrad mit Rennsitz. Oh, geilo. Ja, da brauchst du natürlich gut Platz. Gibt auch tolle, ist doch gar nicht so lange her, dass es so ein, wie hieß es denn? Das habe ich auch nur kurz angespielt. Wir hatten doch vor kurzem so ein Rallye-Spiel. Was war das denn? Naja, vor kurzem nicht. Im November, glaube ich, ne? Das habe ich wahrscheinlich gar nicht mehr drauf. Ich muss eh mal wieder aufräumen. Bestimmt nicht mehr drauf. Ich muss echt schon wieder aufräumen. Keine Ahnung, ich glaube, das war... Ich weiß nicht mehr. Echt süß. Aber ich kann wirklich nichts essen. Ich schätze, in Juno kann ich damit von vorn anfangen. Puh, das ist ein Haufen Geld. Will ich mir zwei, dreimal überlegen, ob du so eine Investition machst. Das ist ein Haufen Holz, Basti. Wie konnten wir erst so ähnlich und dann so völlig verschieden sein? Ich muss an was anderes denken. Check the documents Eddie left for you in the kitchen. Das würde ich mir echt überlegen. Das ist ein Haufen Holz. Den Papierkram zusammensuchen. Vielleicht hilft mir das ja, meinen Kopf frei zu bekommen. Hier ist der Ordner. Ich brauche nur meinen Ausweis und die Gehaltsabrechnung. Okay. Wir waren eine Familie. Alice, wie konntest du mir das antun? Ausweis und Gehaltsabrechnung. Das haben wir doch gestern erst gespielt. Konzentrier dich. Ausweis und Gehaltsabrechnungen. Da war der Ausweis drin. Ah, hier ist mein Ausweis. Gehaltsabrechnung. Ich immer nicht mehr brauche ich denn kann. Nee, das den. Da liegst du falsch, Bastian, weil du nutzt den Kram ja ab. Der steigert sich nicht im Wert, sondern das ist, wenn du es heute kaufst, ist es morgen schon viel, viel weniger wert. Also da würde ich keinen Illusionen erliegen. Das ist leider nicht so. So Sachen steigern sich nicht im Wert. Die werden ganz im Gegenteil, die verlieren sehr viel Wert. Und das Lenkrad, das verschleißt sich so,
Da hast du dann das Lenkrad nutzt ab. Die Mechanik leiert sich aus. Also Lenkrad kannst du vergessen, dass das einen Wert steigert. Lenkrad und Sitz. Ja, aber das ist keine, da würde ich dir abraten, wenn das, du benutzt ihn ja. Wenn jetzt nicht, selbst wenn du ihn nicht benutzen würdest, ist die Wertsteigerung, also als Investition würde ich dir eher von abraten, ganz ehrlich. Das lohnt sich nicht, mein Lieber. Ich wünschte, Eddies Mutter hätte mir das beibringen können. Virtuell, Julian, also nicht für die Konsole. Also Wertsteigerung eher nicht. Da unten sind die Papiere nicht. Ich glaube eher, dass der noch jünger ist, der Basti, oder? Nicht mehr sehen. Aber er wollte nicht hören. Wenn die Bubsi die Tante ist, dann ist er noch nicht so alt. Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Das hast du gesagt. Aber du meinst nicht, was du sagst, oder? Das sind nur Worte. Nee, das würde ich mir überlegen. Das ist ein Haufen Geld, Bastian. Auch mit so einem Stuhl, also das... Ich kann das jetzt gerade nicht. Es wird dein Geld sein, aber wenn du noch nicht so alt bist und das dauert lang, bis man sich 1500 zusammengespart hat, da kann ich dir aus Erfahrung sagen, da ärgerst du dich, wenn du so viel Geld da reinhängst, ohne Mist. Weil so ein Stuhl... Nicht hier. So ein Stuhl, kann ich dir sagen, hält nicht ewig. Der nutzt die Nutzen ab ganz schnell, dann wackelst du drin rum, setzt dich jeden Tag rein, lässt dich vielleicht schon ein bisschen eher reinfallen, wie dass du dich langsam hinsetzt und dann geht so ein Ding ratzfatz kaputt. Und dann 1500 Euro für sowas ausgeben, das würde ich mir an deiner Stelle echt überlegen. Ein Bewegungssimulator. Ja, aber das musst du ja nicht ausgeben, Bastian. Das musst du ja nicht unbedingt ausgeben, weißt du? Hier sind sie. Kannst ja auch sparen. Es fällt ja immer mal was an. Guck mal, dann gibt es eine neue Konsole. Dann geht dein Controller kaputt. Weißt du? Also... Du kannst es ja auch auf die hohe Kante legen, musst es ja nicht mit unbedingt direkt ausgeben. Also du kriegst bestimmt für, wenn du für 500 ausgibst, kriegst du bestimmt einen tollen Stuhl dafür, bin ich mir relativ sicher. Ja, genau, Destiny hat Geburtstag. Das Julchen hatte auch im Dezember Geburtstag, ne? Das weiß ich doch noch. Der kleine Engel, 23. oder was jetzt war das, ne, Julia? Jetzt Zeitpunkt, mit dem Rauchen aufzuhören und vielleicht eine Entgiftung zu machen. Oder 12. Die sieht hier so jung aus. Ich vermisse die Piste. Alles eingerichtet. Ich habe den Pro-Controller und den normalen Controller und Dockingstation. Ah, okay. Und siehst ja, weil wir gerade das Gespräch hatten über Fernsehen und so weiter, brauchst du auch öfters, Monitor hält auch nicht ewig, Fernsehen hält nicht ewig. Also es gibt immer mal was zu kaufen. Gestern Abend heimkam.
Und dann ärgerst du dich vielleicht, dass du so viel Geld für einen Stuhl ausgegeben hast. Affen in meinem Kopf. Zum Glück wollte er mich nie überreden, meinen Nachnamen zu ändern. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Eddie mir nie erzählt hat, dass er für Fireweek gezahlt hat. Führerschein kostet auch einen Haufen Geld. Genau, Konfirmation, dann steht dir dein Führerschein irgendwann ins Haus. Führerschein ist auch eine ganz teure Sache. Das ist privat. Marianne, was ist in letzter Zeit los mit dir? Wenn ich helfen kann. Komm schon, Allison. Lass es. Eine Geheimnishüterin in ihrem Geheimversteck. Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen, es herauszufinden. Nee, interessiert mich jetzt nicht. Das Buch der Kobolde. Ich brauche die Unterlagen. Ich weiß nicht mehr, wo die waren. Fuck. Im Schrank? Auto kostet auch einen Haufen Geld, ja. Ich glaube nicht, dass ich in Delos Crossing eine Claire kenne. Aber ich sollte hier nicht herumschnüffeln. Aber ich soll dir nichts herumschnüffeln. Zack, eingesteckt. Ja, Auto noch teurer. Eddie muss ständig nach. Ich weiß noch, ich habe mir damals von meinem Konfirmationsgeld eine Spiegelreflexkamera gekauft, weil ich zu der Zeit so eine Phase hatte mit Fotografieren und so. Und dann Jahre später hat sie dann im Eck gelegen. Ich habe sie zwar heute noch, weil mein Patenonkel dabei war, aber da habe ich mich dann auch geärgert, dass ich das ganze Geld da reingehängt habe. Hätte ich lieber für ein Auto reingeballert. Das kostet so viel Geld. Ein Freund von dir hat immer was für dich über. Aber ein Auto verschenkt man nicht einfach so. Hör auf zu schmollen. Es ist nichts. Da unten sind die Papiere nicht. Ich weiß nicht, wo die Papiere sind, Menno. Ich wünschte, Eddies Mutter hätte mir das beibringen können. Ach Mann, ey. Wo waren denn die Papiere? Die waren in irgendeinem Ordner mit drin, glaube ich. Ich wünschte, man könnte Gefühle einfach wie Schallplatten wechseln. Ja, aber echt, ne, Julchen? If you leave me now. Da bleibe ich kühl. Alles klärchen, Basti. Wo war das denn? Wo war das denn? Ich finde den Driss nicht, du. Kann doch nicht wahr sein. Ich könnte die Wäsche waschen. Oh, später vielleicht. Pay Stubs.
google ich. Scheiß drauf. Pay Stubs. Chapter 3. Pay Stubs. Das war doch da unten. Die habe ich doch genommen. Gather the ID. Die hat die ID nicht aufgenommen. Mensch, Julia. Er mag diese Art von Aufmerksamkeit nicht, aber... Er tut so viel für die Gemeinschaft. Hat die Miet sich etwa schon wieder hingelegt? Nee, oder? Da, der ID. Wir haben ja doch genommen. Da ist er wieder, der Bastian. Das hier war nie mehr als eine Junggesellenbude, hm? Ich hatte so viele Pläne. Alles für dich geopfert. Das ist dein Dank. Ins Gesicht. Spiele kosten auch immer einen Haufen. Guck mal, die Spiele, wenn du die Formel 1 spielst und so weiter, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Mein Plan verdient was Besseres. Okay. Das ist nie passiert. Das ist Gehirnmatsch. Wo kommt das her? Wo habe ich mein Handy gelassen? Oh, das ist aber lieb. Schneeräum. Geilo, freut sich bestimmt Mutti und Papi, ne? Wenn du ein bisschen hilfst. Geil. Das ist aber lieb, Bassi. Habt ihr viel Schnee? Oh je, die Miets ruft wieder an. Mein Telefon hier sein sollte. Die bekommst du geschenkt. Oh, von der lieben Tante. Tante Bubsi. Wo kommt das her? Wo habe ich mein Handy gelassen? Im Keller vielleicht. Oh, hier im Dunkeln. Kellertreppe runter. Oma und Opa, geilo. Nein, 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 ich pack das jetzt nicht. Cobra, übernehmen Sie. Kein Telefon hier. Nein, kein Telefon hier. Nicht hier. Wo ist es? Ich weiß nicht, wo es ist. Ja, ich such doch schon. Hallo. Da. Da, guck doch, Kai. Und im Heftchen liegt's. Warum ist das hier? Nadine, Nadine, hallo? Endlich. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Was hast du getrieben? Ja, sorry. Ich hatte mein Handy nicht dabei. Okay. Ich wollte nur fragen, ob unsere Verabredung zum Essen noch steht.
Ja, natürlich. Ich bin auf dem Weg. Ach ja? Es klingt, als hätte ich dich aufgeweckt. Das scheint nur so. Wie dem auch sei, ich muss vorher noch einige Sachen erledigen, aber ich komme. Okay, Süße. Bis gleich. Reiß dich zusammen, Allison. Komm schon. Schnapp dir den Ordner. Zieh dich an. Und los geht's. Oder... Also, bis dann, Basti. Danke fürs Reinschalten. Nett, dich kennenzulernen. Viel Spaß, mein Lieber. Servus. Talk with Michael. Ich hab deine Sache. Wir hatten Streit. Jawohl, sauber mal alles. Nicht, dass der Kai vom Fleisch fällt, ne? Du weißt, wie er ist dann. Wenn du mich belehren willst, lass es. Sie hat es verdient. Sie hat Marianne hintergangen. Habt ihr zwei nichts gesagt, was sie nicht selbst schon dachte? Hat er von den neuen scharfen Schokoriegeln erzählt? Ja, und auch was sie mit seiner Verdauung anstellen. Ist so. Mit ihm. Er war noch nie so hilfsbereit. Tessa redet die ganze Zeit nur über euren Streit. Er brauchte wahrscheinlich einfach mal eine Pause. Außerdem muss man im Wahlkampf nach seinen Bürgern sehen. Ja, vermutlich. Nimm dir ein paar Waffeln, wenn du willst. Das ist nee, die sind im Kai. Finger weg von den Waffeln. Oh, das ist ja süß. Aber ich hatte ein unmenschlich großes Frühstück. Also, nein, danke. Wie schön, dass du da bist, Michael. Finde ich gar nicht. Gehst mir ganz schön auf den Sack, Michael. Als ich davon gehört habe, wusste ich, dass die Ludergrotte mobil geht. Immerhin habe ich endlich Zeit für die letzte Staffel von Die Hexen von Eldam, jetzt wo ich arbeitslos bin. Warte, bis du das mit Mabel siehst. Dann lässt du es ganz schnell wieder sein. Weiß nicht. Ich habe. Don't tell Michael about the memories. Ständig kurz vorm Durchdrehen. Was meinst du? Schwer zu beschreiben, aber ich kann... Brauch keine Waffeln, will ein Steak. Hast du je so Affirmationskram ausprobiert? Wenn die Dinge schlimm stehen, sage ich mir immer, dass das alles auch wieder vorbeigeht. Oder ein Löffelchen Leberwurst, genau. Das ist unser Kai, wie wir ihn kennen. Es wird vorbeigehen, ich bin toll. Lammkeule haben will. Wir sind berechtigt. Wir arbeiten dran. Die Mietze hat bestimmt noch den Knochen vom Eisbein. Alles. Zum Spielen. Was ist los? Don't tell Michael about the memory. Alles läuft falsch. Mein ganzes Leben geht einfach den Bach runter. Alle, die mir nahestehen, haben mich jahrelang belogen und ich kann nicht mal meinen Erinnerungen trauen. Wo gehst du hin? Denn es macht ja sich immer wieder Sinn. Verändern. Hey. Ich verstehe, dass Tylers Rückkehr viele Fragen für dich aufgeworfen hat. Aber... Ich mache mir auch gleich ein Waschbrot, geil. Aufgeben, ja? Die letzten Tage war viel los. Und es ist voll okay, überfordert zu sein. Du wirst noch dahinter steigen. Familien sind abgefuckt. Es sind quasi Abfuckmaschinen. Du hast recht. Ich muss mich entspannen. Don't tell Michael about the memories. Entschuldige. Won't do any good. Hey, ich weiß, du hast das andere. Voll der neugierige Typ, der Michael, ne? Tom Michael. Won't do any good. Geil. Zack. Jawohl, zack, das ist das Zeichen, das ich sehen will da oben. Sehr gut, sehr gut.
wäre die Ausnahme, aber ich lag falsch. Nun, ich versuch's gern. Cobra Kai. Genau, schauen wir jetzt ein Waschbrot. Gute Idee. Gleich wieder da. Eine schöne Wurststulle. Heidi. Hey, meine Hübsche. Alles okay? Du siehst echt beschissen aus. Ich hab nicht sehr gut geschlafen. Aber hier bin ich, weil du mir wichtig bist, siehst du? Oh, nun, ich weiß unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur 5 Minuten, um den Papierkram zu erledigen. Keine Eile, ich muss Eddie noch was vorbeibringen. Klar, und du musst Mrs. Romeros Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Greg ihn vertilgt. Mrs. Romeros Kuchen? Bin dran. Ich treffe dich dort, wenn ich hier fertig bin. Ich muss das in Eddies Postfach legen. Das ist nicht sein erster Strafzettel. Und wohl auch nicht sein letzter. Ich muss noch nach oben, um das abzuliefern. Unbezahlte Knöllchen, abgelaufene Plaketten. Und er stand 2-mal auf einem Behindertenparkplatz? Ich kann erst gehen, wenn ich die Papiere zu Eddie gebracht habe. Boah, seine Akte schreit förmlich. Selbstgerechter Mistkerl. Alter. Halt mein Deck. Bis später, Brudi. Moment. Ich muss noch nach oben, um das abzuliefern. Ja. Mm-hmm.
Magen knurrt. Dagegen kann man was machen. Hallo, Alexander. Woran arbeitest du? Der Chief hat heute Morgen einen Raser gestoppt und dabei illegales Wild gefunden. Ich nehme den Fall auf. Die lernen's echt nie, oder? Nö. Mach's dir dort oben nicht zu gemütlich. Befehl vom Chief. Sorry. Morgen. Morgen. Hallo, Miss Ronan. Wir haben neue Regelungen, wo sich Zivilisten auf der Wache aufhalten dürfen. Ja, wo ist er denn? Gehört nicht dazu. Sorry. Hey, Gregs. Hey, Allison. Was führt dich heute her? Ich sollte Eddie bloß ein paar Unterlagen vorbeibringen. Der Chief hat viel zu tun, aber du kannst es ihm ins Fach legen. Mhm. Zum Beispiel eine kleine Konsole, hä? Kai. Ich sollte ihn nicht stören. Kai. Was sollen wir denn mit dir machen? Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Na, ist doch gut, dann gehst du auch früh ins Bett, oder? Wenn du früh aufstehst, gehst du auch früh ins Bettchen, Basti. Ich frage mich, was Eddie über meinen Umzug darüber gesprochen. Kai, Menschenskinner, du. Dessert zum Mittag. Ziemlich cool, was? Ziemlich cool, ja. Ich war schon immer ein Schleckermaul. 0 Uhr. Von meiner Mutter. Na, du bist ja ein Draufgänger, Basti. Muss aber langsam ein bisschen aufpassen. Anordnung vom Arzt. Brandon geht's da ganz ähnlich. Man, das Kind kann essen. Linda ist ziemlich besorgt, aber... Jungs im Wachstum. Er braucht die Energie. Er will Wrestling machen und... Mann, oh Mann, er gibt sich Mühe. Mann, 14 war ein echt gutes Alter. Hey, Gregs. Schon gut. Worüber reden Sie da? Es geht gerade um, geht dich nichts an, junge Dame. Ist nun wieder erreichbar. Warte mal, schreibt er. Ich will gerade mal rescannen. Ja, Funst. Der Chief lehrt den Wilderer so richtig das Fürchten. Hey, sorry, dass es so lange ging. Keine Sorge. Du wirst es nicht glauben. Wir haben den Briefkastenräuber.
Rate, wer es war. Ein Waschbär. Der Meisterkriminelle von Delos Crossing war am Ende nur ein pelziger Müllschlucker. So werden Legenden geboren. Jedenfalls tut es mir echt leid, dass ich dich sitzen lasse, aber ich muss den Kleinen zur Wildtierbehörde bringen. Wir verschieben das, okay? Oh, kein Problem. Wirklich, das verstehe ich. Die Pflicht ruft. Danke. Naja, das holen wir einfach nach. Ich fühle mich schlecht, deinen Geburtstag verpeilt zu haben. Ich wollte eigentlich was für dich machen, aber ich war ziemlich beschäftigt, deswegen... Nein, ich verstehe schon. Dein Bruder ist zurück und jetzt liegen deine Prioritäten woanders. Was? Nein, nein, es ist nicht... Ganz ruhig, ich mache nur Spaß. Ich muss jetzt echt los. Ich rufe dich später an. Versuche... Ah ja, stimmt ja, du hast ja Heim... Heimdingens, ja. Die, so viel zu meinen Mittagsplänen. Wie hieß denn nochmal? Hey, habe ich gestern gerade ein Video gesehen? Nein. Er wollte sich hier wohl nicht mehr blicken lassen, nach dem, was er gestern abgezogen hat, was? Die Dingens auch. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie sie hieß. Lass mal scrollen. Hey, wir sorgen uns alle um dich. Das ist nicht die Allison, die wir kennen. Die Allison, die ihr kennt? Auch, hat auch ja, das süße, clevere Mädchen, das nie jemandem absichtlich wehtun würde. Der Chief ist für uns alle da. Er verdient es nicht, so behandelt zu werden. Homeschooling, genau. Okay, sei aber bitte vorsichtig. Ich mache das schon sehr lange. Und Leute ändern sich sehr selten. Selbst wenn wir es wirklich wollen. Hör zu, ich bin echt müde. Können wir das nicht? Allison, ich mag dich. Wirklich. Ich kenne dich schon ewig. Du bist ehrlich, standfest. Du machst keinen Ärger. Aber Tata, ich meine... Ich kann das nicht. Alles okay? Bitte lass mich einfach. Ich brauche Luft. Ich brauche frische Luft. Homeschooling? Wie lange hast du Unterricht? I wanna forget, I can't move on. Okay. Okay. Das hatten wir schon mal. Einatmen, Nadino, ausatmen. Cobra. Ist doch gut, Bastian, ist doch gut. Homeschooling ist doch geil. Folge dem Kreis. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, ne?
relaxed. Du schaffst das schon, Allison. Du schaffst das schon. Einatmen, ausatmen. Mir geht's gut. Dem Nadinchen geht's wieder gut. Gott sei Dank. Alles okay? Ja. Schwindelst du? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wie die Leute da sein werden. Oder wann ich dich wiedersehe. Wir können es rückgängig machen und sagen, was wirklich passiert ist. Nächster. Das war's. Ende. Ich kann immer mit der Stimme mit dir reden, oder? Ja, klar. Es wird fast so sein, wie sonst auch. Es ist Zeit zu gehen, kommt schon. Hey, Chief. Eine Sekunde. Hey, Kinder. Ich bin zurück zum Haus und hab ein paar Sachen für euch. Ich weiß, wie viel sie euch... Das Bild geht von der Xbox an den PC, da in ein Programm und von dem Programm wieder ins Internet. Also nur über die Xbox Stream geht leider nicht mehr. Allison? Was machst du hier draußen? Es ist kalt. Ich brauchte nur etwas Luft. Was ist passiert? Was ist, kleiner Elch? Siehst du, für die 1500 könntest du dir lieber ein gutes Laptop holen, zum Beispiel. Für 1500 kriegst du schon ein tolles Laptop. Und dann kannst du auch streamen. Gott, wie peinlich. Kann dir dann die Tante Bubsi erklären? Schon gut. Du hattest lange keine Attacke mehr. Was ist los? Oh, wann kommst du? Bei einfach allem. Lag es an etwas, das Tyler gesagt hat? I wanna forget. Ich wünschte, ich könnte alles vergessen und müsste nie wieder daran denken. Das verstehe ich. Glaub mir, wirklich. I can't move on. Dass es weiterhin so verfolgt. I can't move on. Zack, was geht ab? Tyler sagt mir das auch immer. Ja, siehst du? Zumindest da seid ihr euch. Und für 1500 kriegst du zum Beispiel ein tolles Laptop und dann könntest du dann auch streamen. Oder wenn du eine neue Konsole willst. Also wie gesagt, ich würde es in den Stuhl, würde ich persönlich keine 1500 Euro reinhängen. Das ist wirklich viel, viel zu viel. Es ist nie zu spät. Aber es erfordert harte Arbeit. Erschöpft. Aber mein Herz hat aufgehört zu rasen, also ein Fortschritt. Der ist der Alte von meiner Tante. Ach du je. Ich musste vorhin an etwas denken. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich passiert ist. Am Tag von Tylers Abreise. Ein Satz heiße Ohren kriegst du, Virus. Kam Sam da mit Sachen von uns vorbei? Ja. Ja, das stimmt. Tat er. Er hat uns unsere Koboldfiguren mitgebracht. Und wir haben uns alle umarmt? Ja. Die neue? Hast du die Series X? Dinge repariert, geilo. Tiere verjagt. Ich weiß, dass du nicht herausgefunden hast, wer unser leiblicher Vater war. Aber hast du je gedacht, es könnte Sam sein? Also. Oh, da ist ja Tante Bubsi. Und er standen sich nahe. Es ist möglich, aber dafür gab es keine Indizien. Ich muss mit ihm reden. Sicher, dass das gut ist? Du brauchst etwas Ruhe. Ich muss das tun. Nicht nur für Tyler. Du kriegst einen Schlagerbär, genau. Ich hab dich lieb. Danke für alles. Ich meld mich.
Tante Pupsi ist da. Impfzwang für Pflegekräfte. Okay. Du schaffst das. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Ich mach grad mal einen Speedtest. Die Bitrate kracht gerade extrem in den Keller. Verdammt. Ich mach gerade mal einen Speedtest. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Verdammt. Verdammt. Verdammt.
Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Verdammt. Verdammt. Ich muss warten. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Verdammt. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor.
verdammt. Zum Kotzen, echt. Mann! Das nervt aber trotzdem. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Verdammt. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Oh Mann, hoffentlich dauert es nicht zu lang. Ich krieg hier echt gleich die Krise. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Verdammt. Was? Gesundheit, Nadinchen. Verdammt. Tyler, bist du da? Okay, anscheinend immer noch nicht. Familie ist Familie.
Ehrlich. Hallo. Hi, Sam. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich kann weder die Kette noch die Ventildecke wieder aufsetzen. Also, was gibt es? Bei dir geht's flüssig. Ich hab gedacht, dass... ich wollte eigentlich dein Boot bestaunen. Mehr nicht. Ja. Okay, ja. Wie ist es? Also, ich war drüben auf Rauste noch lange. Ich dachte, wir... Also, was machst du so? Mein Cousin Billy hat ein altes Motorboot zum gekauft. Zum Kotzen. Beim Rausfahren den Motor... Also, ich war drüben auf der Wache und... Ich habe über ein paar Sachen nachgedacht. Ja? Du kennst uns ja schon eine Weile. Kann man sagen. Du hast damals mal mein schickes Jeanshemd vollgekotzt. Ja, tolle Erinnerung. Ah. Wo ist tolle der? Erinnerung. Drüben im Haus, denke ich. Was hat er heute vor? Kein Plan. Okay. Also, was machst du eigentlich hier so mitten an einem Arbeitstag? Ich habe heute frei. Sam, können wir reden? Es ist wirklich wichtig. Reden wir nicht schon? Brauchst du noch lange? Ich dachte, wir könnten reden. Ich repariere den Motor nicht mit den Ohren. Was gibt's? Ich... mit den Ohren, genau. Schon gut. Wie läuft's? Wie läuft's am Haus? Ganz ehrlich... Körperlich schmerzhaft. Es ist ein Wunder, wenn mein Rücken das überlebt. Lass deinen Bruder alle Schwere heben. So dass sein Rücken drauf geht? Nicht besser. Also, ich war drüben auf der Wache und ich habe über ein paar Sachen nachgedacht. Ja? Du kennst uns ja schon eine Weile. Kann man sagen. Du hast damals mal mein schickes Jeanshemd vollgekotzt. Ja, tolle Erinnerung. Hä, das hat sie doch eben schon gesagt. Hast du Probleme? Ich bekomme diese Mutter nicht los, weil mein Cousin sie verrosten lassen hat. Ich habe hier irgendwo noch entrostet. Wenn du ihn findest, bring ihn her, ja? Oh, klar.
Gut. Witzig, ich bin in-game schon 20 Minuten weiter. Oh, okay. Dann glaube ich dir das mal. Hey, du hast kein Recht, hier reinzustürmen und dich über etwas aufzuregen, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber ihr wart euch so nahe. Ich weiß, dass du ihr was bedeutet hast. Glaubst du wirklich, ich hätte euch zwei ohne Vater aufwachsen lassen? Ich mag ein Versager sein, aber kein Feigling. Aber du musst etwas wissen. Nein, wirklich. Eure Mutter hat nie... Hör zu. Wir waren nur Freunde. Ich meine... Sieh dir den alten Sam an. Eine Frau wie Mary Ann würde sich nie ernsthaft auf mich einlassen. Ich bin es so leid. Ich bin es so leid, Mary Anns beschissene Geheimnisse aufzudecken. Ich verstehe sie nicht. Ich will sie hassen, so sehr. Ich weiß nicht mal, wer sie war. Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Komm rein. Komm rein. Oh, wann hast du zuletzt dein Fenster aufgemacht? Läuft nebenher, ja. Willst du dich setzen?
Alter, ich bin schon lange raus aus dem Haus. Setzen. Setzen. Setzen.
Check 1, 2. Willst du dich setzen? Mal hier. Ah, das ist echt kacke.
mal hier. Hörst du mich tippen? Okay. Ich liebe dieses Bild von deiner Mama. Okay, ich mache jetzt mal eine Zeitansage. 12.09 und 30 Sekunden. Jetzt warte ich mal ab, wie lang es dauert. Zehn. Ja, schon fast eine Minute. 12:10, 15. Zwölf Uhr zehn, 30. Eine Minute. 12:10. Lass uns mal einen Speedtest machen, wie wir jetzt stehen. Das Ding, ich habe keinen Bock, mir jetzt den Arsch aufzureißen und dann in 5 Minuten machen wir es wieder. Das hat mir auch schon oft genug. Also es sind fast 2 Minuten Zeitversatz. Ja, bei mir auch. Mal hier. Setzen.
ist echt. Der Ping ist so gut, ey. Ich habe einen 5, 6, 7er Ping. Ich verstehe das nicht, ey.